Jedes Auto erscheint auf der Straße als Einheit. Doch dass ein Auto überhaupt fährt, dafür ist das perfekte Teamwork sehr vieler Einzelteile notwendig. Eine ganz besonders wichtige Funktion übernimmt das Getriebe. Es sorgt dafür, dass die Kraft des Motors auch auf die Räder kommt. Doch wie funktioniert das Getriebe und was macht es genau? Das Prinzip sehen wir am deutlichsten am Fahrrad. Genauer gesagt an der Gangschaltung. Die Schaltung sorgt für die Übersetzung der Kraft auf verschiedene Zahnkränze, sodass wir beim Radfahren entweder mehr oder weniger Kraft anwenden müssen. Je nachdem, ob wir den Berg hoch oder runter fahren. Im Auto funktioniert das durch das Getriebe genauso. Ein Auto braucht ein Getriebe, um die verschiedenen Zugkraftanforderungen, die man im alltäglichen Fahrbetrieb braucht, eben gut aufzuteilen. Man braucht zum Beispiel hohe Zugkraft, wenn man den Berg hochfährt, in einem kleinen Gang. Man braucht weniger Zugkraft, wenn man schneller fahren will. Dafür braucht man eine höhere Drehzahl. Das macht ein Getriebe. Und ein Getriebe hält auch den Motor in einem guten Drehzahlbereich, dass er verbrauchsgünstig ist, indem es eine große Spreizung, sprich viele Gänge hat.